Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit Thomas und PlayerGaddon. Ja, in der heutigen Folge gibt es eine kleine Premiere und zwar, ich nehme heute mit dem Tablet auf, aber ihr dürftet eigentlich keinen Unterschied merken, aber ich merke einen ganz großen Unterschied, allein schon wegen der Größe, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und ja, heute hat Supercell wieder ein neues Sneak Peek vorgestellt. Ihr werdet die Folge erst am Montag sehen und bei mir ist es gerade Sonntagabend, also kam gestern das Sneak Peek raus. Okay, ich werde euch das Sneak Peek direkt mal zeigen. Clan War Preference. I'm out, I'm in. Das heißt, man kann jetzt vor einem Clankrieg entscheiden, ob man den Clankrieg mitmachen will oder nicht, ohne den Clan verlassen zu müssen. Ja, also, ich mache immer beim CW da mit. Also für mich hat es keinen Unterschied, aber für die nicht mitmachen wollen, da müssen die nicht rausgehen. Das hat schon einen Vorteil, denn das kann nach einer Zeit ja eigentlich schon sehr stark nerven. Und wie man im Hintergrund auch schon sieht, sieht man jetzt, was für ein Ratus-Level derjenige ist. Und ja, Supercell hat auch gesagt, dass das Profil detaillierter sein soll. Also wir können uns mal darauf gefasst machen, was kommen wird. Das Update wird circa Mittwoch kommen. So, jetzt sind wir wieder zurück in meinem Dorf und ja, David, also ist klar, ja, bei dir, wir wollen mal nett sein und zurückschreiben, das wird wieder eine längere Folge. Aber das muss auch mal sein. Ja, also mein ganzer Clan will jetzt auch einmal besucht werden. Das werden wir auch mal tun, da wir nett sind. Okay, als erstes personell will besucht werden. Ich würde sagen, wir gucken uns mal direkt seine Base an. Tunnel Level 9, Level 103. Höher als ich, aber seine Teslas sind niedriger. aber seine Mauern sind viel höher als meine. Er hat auch schon fast alle auf 8, bis auf die da. Okay, jetzt mal zum Base-Design. Minenwerfer. Alle auf Level 7, viereckig. Baust gerade einen X-Bow aus. Auf 2. Okay. Bogenschützentürme. Hast du schon 2 auf 11, wie ich sehe? Oder auch schon 3, weiß ich nicht. Ich sehe gerade den. Ja, baust gerade aus. Den dunklen Bohrer machst du gerade auf 6. Also deine Base ist schon etwas weiter als meine. Top, wirklich. Auch die Aufstellung gefällt mir. Wegen die Könige. Also der König und die Königin ist in der Mitte. David. Ja. Ja, mach ich mal. Ja, eigentlich gefällt mir die Base relativ gut. Und das sage ich auch nicht zu. Das sage ich auch nicht oft. Okay, der nächste, der besucht werden will, ist Neymar. Er war ja heute noch in einem anderen Clan, aber er ist jetzt in unseren Clan reingekommen. Hallo YouTube, hallo Shumi. Okay, Neymar. Jetzt werden wir ihn besuchen. Neymar 361. Rathaus Level 7 Farming Base. Minenwerfer mittig Dreieck. Magiertürme decken 2 Lager ab. Der Magierturm deckt 3 Lager ab. Die Kanonen alle. Okay, die Kanonen decken die gesamte Base ab, wie ich sehe. Die Bogenschützentürme ebenfalls. Na, das Einzige, was man da bemerken kann an der Base, ist, dass die Kanone hier draußen steht. Und der Barbarenkönig steht auch draußen. Ja, ist eigentlich egal. Du baust gerade deine Luftabwehr auf 4 aus. Top, wirklich. Du hast 2 Teslen, stehen zwar draußen, aber ich finde die Base eigentlich relativ gelungen, wirklich. Schon 2 gute Bases heute in der Folge. Hat man auch nicht oft. Meistens gefallen mir die Bases nicht. Ich bin sehr kritisch, also es muss schon passen, es muss schon passen. Timon wollte noch besucht werden, ne? Ja. Das war's dann auch mit den Besuchen für heute. Ich kann euch das nächste Mal besuchen, wenn ihr das wollt. Okay, seine Fallen stehen ganz weit außen. Rathaus Level 8 Farming Base. Das Dunkle direkt in der Mitte, also will er das Dunkle schützen. Die Minenwerfer im Viereck. Und die Magiertürme im Dreieck deckten sie jeweils 2 Lager ab. Wie ich so sehe, ja. Top, aber irgendwie gefällt mir die Base nicht. Muss ich sagen. Wieso? Ich überlege. Die Luftabwehr deckt fast die gesamte Base ab. Also hier ist ein kleiner Radius hier beim Barbarenkönig, wo Lufteinheiten einiges aufräumen könnten. Also, was ich dir empfehlen würde, mach die Mauern jetzt auf 7.
Ich würde die Verteidigung dann erstmal abbrechen, dann die Mauern auf 7 machen. Zieh es wirklich durch. Ich habe es leider nicht durchgezogen. War ein Fehler, wirklich ein großer Fehler. Aber zieh es durch. Und dann die Verteidigung und dann kannst du hochgehen. Also mit 7er Mauern auf 9, das geht eigentlich vollkommen in Ordnung. Thomas, ich liebe dich. Hashtag no homo. King hatte ich ihn nicht irgendwann besucht. Ja, komm, besuchen wir ihn mal. Und er ist wieder in der Aufnahme. Also, King ist wieder in der Aufnahme. Rathaus Level 8 Farming Base. Deine Elixierlager sind prall gefüllt. Magertürme decken jeweils 2 Lager ab. Minenwerfer im Viereck. Du baust gerade einen Bogenschützenturm aus. Eine Luftabwehr. Die dunkle Kaserne auf 4, sodass du bald einen Golem hast. Ist nicht geschrieben. Oh, kann sein, weiß ich nicht. Ich, ehrlich, wenn ich ehrlich bin, ich achte überhaupt nicht auf den Clan-Chat. Und ja, wenn ich so 100 Nachrichten sehe, bin ich mir zu faul, die durchzulesen. Ich gucke mir vielleicht die letzten 5 Nachrichten an, aber das war's dann auch schon. Ja, also du bist auf einem guten Weg auf Max Out. Hast schon bei Bankonio 6, also hat er die Fähigkeit. Luftabwehr machst du hier gerade auf 6, also ist Max Out. Musst du noch die auf 6 machen. Kanonen auf 10. Musst du noch die Bogenschützentürme auf 10 machen. Und ja, die Mauern würde ich mindestens auf 7 machen, dann kannst du hochgehen. Dann kannst du mit beruhigtem Gewissen hochgehen. Ja. Ja, jetzt ist ein Komma zwischen, aber ist mir auch egal. Okay, ich würde auch sagen, ich greife dann direkt mal mit Balloonion an, da ja meine Minions auf 4 heute fertig geworden sind. Geil, richtig geil. Ich habe die auch direkt angestoßen. Hä, wo ist... da ist mein Labor, da ist mein Labor. Da, Minions Level 5, 40.000 Dunkles. Also dann habe ich keine Probleme mehr mit denen, dann habe ich die auch schon maxed out für mein Rathaus Level. Warte kurz, okay. Irgendwas, ach ja, meine Trollbase, ich habe ja die Challenge verloren, habe ich ja schon erwähnt, nee, die Folge gerade ist abgekackt, also muss ich die normal machen, auf jeden Fall. Ja, ich habe die Challenge verloren und hier steht YouTube Player Geddon, aber für das N haben mir leider die Mauern gefehlt. Und ja, ich finde YouTube Player Geddon kann man eigentlich erkennen, wenn man das linke und das rechte Auge zumacht, ich glaube, dann kann man es erkennen, ja, dann kann man es erkennen. Okay, ich greife da mal an und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen, also bis gleich. Okay, 186.000 Elixier und 118.000 Gold. Eigentlich müssten wir die Base, restarten. Leider habe ich keine Zauber dabei, aber müsste eigentlich kein Problem werden. Wir werden jetzt einfach mal probieren, die Ballons so in eine Reihe zu stellen. Ich muss mich mal üben. Okay, da kam auch direkt eine Luftbombe raus. Und mal gucken, wie erfolgreich die Ballons sind ohne Zauber. Ich glaube nicht sehr erfolgreich, aber wir werden es einfach mal probieren. Wenn die hier runterfallen, machen die auch noch Damage. Und wenn wir die Luftabwehr, die erste, wegbekommen, dann sieht das schon gut aus. Die Helden setze ich noch nicht. Okay, mal gucken, wie weit wir kommen. Also die Ballons, die gehen schon mächtig ab. Und ich habe ja nur 50 Minions als Backup. Ich kann auch langsam mal die Helden setzen. Ja, da lohnt noch eine Luftabwehr, aber den Bogenschützenturm haben wir noch wegbekommen. Alter, es leben noch einige Luftballons. Luftballons, ich sage Ballons, einfach nur Ballons. Okay, komm. Das kriegen wir da auch noch kaputt. Ich glaube, langsam können wir mal mit den Minions schon kommen. Komm, die Luftabwehr geht auch noch kaputt für die Minions. Wir werden einfach mal alle setzen. Level 4 sind die schon. Heavy, heavy. So viel kann ich auch nicht mehr upgraden, ist mir aufgefallen. Also irgendwann bin ich ja auch schon fertig. Gehen wir mal den Barbaren-King King jetzt zünden. Tja, eigentlich müssten wir 3 Sterne bekommen, wenn alles gut läuft. Der Barbaren-König auf 10 hält schon einiges aus, also... Ich habe mir vorgenommen, demnächst mal die Verteidigung außer Acht zu lassen und dann einfach mal nur Mauern und Dunkles zu farmen. Müsste ich eigentlich hinbekommen. Denn vor Level 100 habe ich mir vorgenommen, alle Mauern auf Level 8 zu haben. Ist eigentlich machbar. Müsste eigentlich machbar sein. Okay, 100%, wie ich schon vorher gesagt habe, ohne Zauber. Ohne Zauber. Aber er war nicht die stärkste Base, das muss man auch zugeben. Nee, die Bogenschützenkönigin können wir zünden, da ja... Da keine Verteidigungsgebäude mehr da sind und ja... 118.000 Gold plus 11.000 Bonus, 186.000 Elixier plus 11.000 Bonus. In Ordnung, wirklich. Okay, Shumi wollte noch, dass ich da bleibe, weshalb, das werden wir jetzt wahrscheinlich erfahren. Thomas, nimmst du immer noch auf? Nimmst du noch auf? Besucht mich mal. Besuche mich jetzt, haha. Ja, komm, besuchen wir ihn, das ist mal eine richtige Besuchsfolge. Er hat auch eine Trollbase. Anscheinend hat er die Base...
die Base, die Dings, oh Mann, die Challenge verloren, genau. Ich nehme noch auf. Nehme noch auf. Okay, schöne Base. YouTube, sag hallo zu der Base. Mehr kann man dazu nicht sagen. Okay, ich würde auch sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.